Ab geht es, heute ist wieder ein Schultag. Und yeah, ab in die Schule. Hey, hey, du da? Hä? Hey, wer bist du denn? Hey, mein Name ist Barry. Ich bin der Neue hier in der Schule. Hey, Barry, schön dich kennenzulernen. Was bist du denn für ein Propper? Wie meinst du das? Ich prop, meinst du etwa, ich bin dick? Oh, yeah. So war das nicht gemeint. Oh Gott, nein, du bist mega schlank, du bist ganz normal. Ach, dann ist ja in Ordnung. Ich habe nämlich die Schule gewechselt, weil ich gemobbt wurde von meinen alten Schülern. Und nun bin ich hier gelandet, in der Brookhaven-Schule. Ich habe gehört, hier soll es ganz cool sein. Ja, Barry, hier ist es wirklich ganz cool. Hier kannst du alles machen und tun, was du möchtest. Okay, okay. Dann sehen wir uns später im Unterricht, ja? Vielleicht sind wir in der gleichen Klasse. Ganz genau. Wir sehen uns später. Tschüss. Oh Mann, wir haben einen neuen Mitschüler in der Schule mit Namen Barry. Kennt ihr vielleicht jemanden, der Barry heißt? Wenn ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also bis jetzt habe ich den auf jeden Fall das erste Mal kennengelernt. Und ich gehe schon mal in den Unterricht. Hallöchen. Hi, ich bin der Neue. Mein Name ist Barry. Gary? Gary, das Schnabeltier? Gary, das Schnabeltier. Nee, eigentlich heiße ich nur Barry. Mit B. Alles klar, Gary. dann sehen wir uns. So, meine lieben Schüler, ich hoffe, ihr hattet heute einen angenehmen Unterrichtstag. Ja, die Unterrichtsstunde war wieder mega, mega cool. Wir haben so viel Neues gelernt. Wir haben heute wieder so viel Neues über die Wissenschaft gelernt. Das macht mega, mega viel Spaß. Und unsere nächste Stunde ist Sport. Ich bin mal gespannt, was für einen coolen Sportunterricht wir dieses Mal machen. Machen wir heute Basketball, spielen wir eine Runde Fußball. Mann, das wird mega, mega cool. Ich gehe in der Zeit auf jeden Fall mal hier in der Pause was essen. Ich habe nämlich echt Hunger. Eine eiskalte Cola. Die Stufen sind echt anstrengend. Das war in meiner alten Schule nicht, aber jetzt gibt's was zu essen. Hey, Freunde, das ist Barry. Barry, hol dir was zu essen. Ja, oh, was zu essen? Ich hab sowas von Hunger. Was werde ich mir denn jetzt nehmen? Cola, Pizza oder Chips? Hey, Gary, weg da. Platz da, ich lass mich vor. Aber hey, ich war doch als erstes. Ist mir egal, ich bin hier der Stärkste in der Schule. Lass mich vor. Okay, alles gut. Ich bin so gut wie fertig mit dem Essen. Das Essen war heute mega, mega köstlich. War das lecker. Hey du, ist das nicht ein bisschen viel Essen für eine Person? Warum denn? Ich esse doch gar nicht viel, oder? Ey, guck dir mal die da drüben an, wie viel der frisst, Alter. Das ist ja eine übelste fette Pommes, Mann. Was kann man denn so viel fressen? Egal, lass es dir schmecken, ja? Ja, danke. Das tut mir leid, kleines Mädchen. Ist schon okay. Der Dickmann hat einfach gefurzt neben mir. Mir ist so schwindelig. Wie lustig, alter Barry. Was hast du denn gemacht? Das war ich nicht mit Absicht. Ach, ist doch nicht so halb so wild. Mein Gott, das war nur das Mädchen von nebenan. Die verkraftet das schon. Obwohl, das ist schon ein bisschen stinkt. Naja, solange es euch nicht stört, ist ja alles in Ordnung. Da kann ich ja weiter in Ruhe essen. Ja, Barry, aber du solltest dich beeilen, denn bald ist Unterricht. Es ist nicht mehr lange und vor dem Sport würde ich so oder so nicht mehr so viel essen. Naja, egal. Barry, wir sehen uns später. Ich gehe schon mal zum Sportunterricht. Ja, ich muss doch nur noch ein bisschen fertig essen. Hallöchen, liebe Klasse. Na, da seid ihr wieder beim Sportunterricht, beim besten Sportlehrer der Welt. Yeah, Sportunterricht. Ja. Oh, meine Nase ist noch komplett zu. Hat Barry dich wohl angefurzt, wa? Reden wir nicht mehr drüber. Beim Essen hat er einfach gefurzt, aber mein Gott, ihr dürft ihn doch nicht immer so ärgern. Barry ist doch auch nur ein normaler Junge und der ist schon von der anderen Schule runtergegangen, weil der gemobbt wurde und das dürfen wir doch nicht machen. Apropos Barry, wo ist Barry? Da bin ich ja schon. Hallo. Da ist ja Barry. Barry, der
Na, kleine Übergewichtige, was aber absolut gar nicht schlimm ist. Und wir haben jetzt einen Sportunterricht. Was machen wir, Herr Sportlehrer? Basketball bitte, Basketball! Ja, heute spielen wir eine Runde Basketball, aber vorher wird sich ordentlich warm gemacht. Habt ihr mich da verstanden? Also, jeder von euch 10 Hampelmänner. Yeah, los! 10 Hampelmänner? Das habe ich aber lange nicht mehr gemacht. Okay, ich werde es mal probieren. Na, 1... 2. Das ist ja anstrengend. Hey, Barry, du fettes Schnabeltier. Bist du schon wieder auf dem Boden gelandet oder was? Aufstehen. Hey, Barry, los, wir müssen Sport machen. Du kannst doch nicht jetzt nicht ausruhen. Was ist denn los, Barry? Ach, Vitamine, du bist so nett zu mir, aber ich bin für Sport nicht gemacht. Und nun, liebe Schüler, werden wir Basketbälle werfen. Oh yeah, wir werfen Basketbälle und... Der ist reingegangen. Let's go. Weiterwerfen. Oh mein Gott, das läuft ja richtig gut. Hier ist jeder am Basketball werfen und auch Barry. Barry, du hast es auch geschafft. Ja, ich kann richtig gut werfen. Naja, manchmal nicht. Aber fast ein Treffer. Ja, Barry, du hast auch getroffen. Oh mein Gott, alle werfen hier fleißig Basketbälle. Und ich liebe echt Basketball. Ja, Basketbälle werfen. Basketbälle werfen. Oder Barry gegen den Kopf werfen. Hey, weiter gegen den Kopf. Das macht sowas von Spaß. Hey, was soll denn das? Hey, du fette Birne. Dich kann man nur abwerfen. Du bist so unsportlich und untalentiert. Wurf und nächster Wurf. Yeah. Mann, haben wir heute schon wieder viele Punkte erledigt. Zack und, naja gut, den habe ich jetzt nicht getroffen, aber ja, fast den nächsten. Und Barry... Barry? Hä? Wo ist denn Barry? Barry, das dicke Schnabeltier? Das ist schon heulend weggerannt, dieses Nilpferd. Du hast doch nicht ernsthaft Barry geärgert, oder? Oh nein, das kann nicht sein. Wo ist Barry hingerannt? Sag mir das sofort. Ach, die Heulsuse ist hier rausgerannt. Keine Ahnung, irgendwo in die Richtung. Na, das kann nicht sein. Barry, wo bist du? Barry? Hey, Barry! Ja, hallo, wer ist da? Hey, du willst mich doch auch nur mobben. Stehen geblieben, Barry. Ich will dich nicht mobben. Oh nein, wir müssen ihn einbekommen. Der Arme wurde gemobbt von diesen Schulmobber dort. Und jetzt rennt er weg. Hey, Barry. Barry, bleibe stehen. Wirklich, ich will dir nichts tun. Du bist auch wie alle anderen. Nein, ich bin nicht wie alle anderen. Oh Mann, Barry tut mir ein bisschen schon leid. Hey, Barry, jetzt stehen geblieben. Warte, jetzt habe ich dich. Deswegen bin ich von der Schule gegangen. Ja, Barry, mach dir keine Sorgen. Der ist übel dämlich, der Schulmobber. Ich mag den auch überhaupt nicht. Und niemand kann ihn leiden. Ach Mann, ey, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nur weil ich so oft furze und rülpse. Ach, Barry, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und dass du ein bisschen mehr Kilos hast, ist auch überhaupt nicht schlimm. Komm, Barry, wir gehen heute zu mir und werden eine Runde spielen und werden noch ein bisschen Spaß haben. Was hältst du davon? Aber ich werde auch nie eine Freundin bekommen. Ach, Barry, keine Sorge, du wirst easy eine Freundin bekommen. Glaube mir, du bist richtig hübsch. Was? Ich bin hübsch? Ja, Barry, jede Person ist auf seine eigene Art und Weise hübsch, weißt du? Ich finde dich auch sehr hübsch. Ja, danke, Barry. Sag ich doch, komm mit. Wir gehen ein bisschen noch in die Innenstadt und gehen ein Eis essen. Eis essen? Ja! Ganz genau, wir gehen Eis essen. Oh Mann, Barry ist zumindest jetzt erstmal ein bisschen glücklicher. Und er hat recht, jede Person ist auf seine eigene Art und Weise hübsch. Also keiner braucht sich hier irgendwie geärgert fühlen oder so. Und komm, Barry, dort hinten gibt es schon Eiscreme. Leckere Eiscreme. Ja, Eiscreme! Wow! Wow, auf einmal ist er mega schnell, wenn es um Eis geht. Hey, du bist ja richtig schnell. Los, Vitamine, Eis. Ach, Vitamine, das war der beste Tag. Oh, ja. Da ist... Barry, da ist mein Eis gleich... Tut mir leid, Vitamine. Ja, Barry, alles super. Aber Barry, es ist schon mega spät. Ich muss jetzt auch los. Okay, Vitamine. Ich muss dir nur noch eine Sache sagen. Aber klar, hau raus. Du warst so nett für mich. Ich will mich noch bedanken bei dir. Nein, Barry, du brauchst dich nicht bedanken. Wirklich. Du hast doch gesagt, ich bin hübsch.
Also möchte ich dir noch einen Kuss geben. Komm her. Barry? Ja, jede Person ist hübsch, aber nein, so können wir das nicht machen. Was meinst du damit? Komm her, Vitamine. Warte mal, was? Hey! Vitamine, ich liebe dich. Barry liebt dich. So war aber jetzt nicht gewettet. Ich meine, es ist in Ordnung. Jede Person ist hübsch, aber ich meine, ich liebe jetzt nicht Barry. Ich komme schon, mein Liebling. Nein, oh Mann, Barry hat das ganz falsch verstanden. Ich meinte nicht, dass ich ihn liebe. Und jetzt liebt er mich, Barry. Oh nein. Du bist der beste Freund der Welt. Oh oh, Freunde, jetzt haben wir ein riesiges Problem. Wir müssen abhauen vor Barry. Oh Gott, hier schnell ins Rathaus rein. Oh, so, hier oben und dann verstecken. So, oh Gott, ich glaube, hier sind wir erstmal sicher. Vitamina, wo bist du? Ich suche dich. Du bist mein größter Schatz. Ich liebe dich. Bist du hier hinter? Nein, Vitamine, wo bist du? Ich werde dich finden. Keine Sorge. Bist du hier? Hey, Vitamine, da bist du ja. Barry, nein. So war das, wie gesagt, nicht gemeint. Och Gott, wie sollen wir ihm das denn bloß erklären? Vitamine. Oh, Freunde, jetzt haben wir den Salat. Na toll, wir müssen uns schnell verstecken vor Barry. Der liebt uns nämlich. Oh Gott. Wo bist du denn? Da hinten rennt er. Mann, jetzt haben wir ihn an der Backe. Aber Freunde, ich würde sagen, wir sind Barry entkommen und werden es, ja, mit ihm klären müssen. Wenn euch das Video gefallen hat, hier rechts habt ihr noch zwei andere coole Videos. Schaut auf jeden Fall vorbei. Lasst jetzt alle gerne noch einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss.